gerade aus dem Weg. Oh, vorsichtig, Vitamin und... Ey, das war doch cool, Kleiner. Ihr müsst bis aufpassen, Kleiner. Oh mein Gott, ey. Und, oh, hey, Freunde. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und, Freunde, ihr seht es, ich bin gerade mit meiner Familie zusammen im Pool. Aber ich muss mich noch umziehen gehen, Freunde. Ich habe nämlich noch meine Kleider an. Aber ich würde sagen, ich komme auch gleich in den Pool rein, okay? Komm doch jetzt rein, Papa. Genau. Nein, Kleider. Oh, ich hab... Oh, du spinnst doch. Senti, hallo da. Wie ist es im Pool? Oh mein Gott, was machst du, Vitamine? Ich hab doch noch meine Kleider an. Sei doch froh, Mann. Jetzt sind wir wenigstens alle drin. Los, Kinder! Ich komme ja schon gleich. Das kann ja wohl nicht sein, Freunde. Vitamine hat mich einfach komplett nass gemacht. Das würde sowas von zurückbekommen, Freunde. Aber wir holen hier doch die ganzen, kühlen Getränke raus. Oh ja, das sieht lecker aus. Dann gehen wir doch ganz, ganz schnell nach oben, ziehen uns um. Und danach geht es auch ab in den Pool. Ich freue mich schon. Da bin ich wieder. Habt ihr mich vermisst? Ich bin es, Zacki, die Europopot. Ah, ich bin wieder zurückgekommen. Was haben wir denn hier? Wer ist denn mein nächstes Opfer? Und warte mal. Yay, Vitamine, pass auf! Ja, Achtung, ich schmeiß dir den Ball zu! Was haben wir denn hier? Da sind welche im Swimmingpool. Der will eine kalte Cola haben. Okay, ganz, ganz schnell. Während die abgelenkt sind, werde ich in die Bäckerei eindringen. Und mal einen erledigen. Und Herr Bäcker... Warte mal, wer bist du? Eine lebendige Puppe, geh hier sofort raus, hab ich dir gesagt, raus aus meinem Laden. Es ist zu spät, ich werde sie erledigen. Ah, kommen Sie her. Ah, Hilfe, Hilfe. Ich habe ihn erledigt, den Bäcker. Das war's wohl mit dem Bäcker, ich sag's euch doch. Ich bin es, Chucky, und keiner legt sich mit mir an. Was waren das für Schreie? Lass uns mal nachschauen. Los jetzt! Oh nein, schnell! Schnell weg hier! Und ich bin fertig umgezogen und da bin ich und freut ihr euch! Verfluchte Hosenkacke! Ah! Warte mal, so schrecklich sehe ich jetzt auch nicht aus. Hey, Vitamin, ich bin noch da. Hey, Sandy, da bist du ja endlich. Komm auch rein. Warte mal, und wieso ist Vitamin gerade so schreiend weggerannt? Hey, Vitamin! Und hallo? Der ist einfach verschwunden. Ah! Ihr müsst alle rennen. Rennt um euer Leben. Es ist die wahre Puppe. Rennen. Warte mal, was für eine Puppe? Was meinst du, Vitamin? Was ist passiert? Ich rede von Chucky. Chucky hat irgendjemand hier in der Stadt umgeschnetzelt, aber ich weiß noch nicht ganz genau, wen. Warte mal, Senti, du sagst, es kam von der Bäckerei. Wie, Chucky war da, oder wie hast du ihn gesehen? Ja, also nein, also vielleicht, also okay, wir gehen einfach in die Bäckerei schauen, Freunde. Was ist hier los? Und Herr Bäcker? Ja, auf dem Boden. Warte mal, Freunde. Und Herr Bäcker, warte mal, was ist mit Ihnen passiert? Eine Puppe, eine Puppe, eine lebendige Puppe. Senti, Mund-zu-Mund-Beatmung. Nein, nein, nein. Geh weg, ich will dich nicht an meinem Mund haben. Okay, ist ja in Ordnung, Herr Bäcker. Oh mein Gott, aber Freund, habt ihr das gehört? Du hattest recht gehabt, Vitamine. Chucky, die Horrorpuppe, war hier beim Bäcker und hat ihn erledigt. Das kann nicht sein. Wir müssen ihn sofort aufhalten. Wer weiß, wer das nächste Opfer sein wird. Senti, das habe ich dir doch die ganze Zeit versucht zu erklären. Es wird wahrscheinlich nicht der Einzige bleiben, dieser Bäcker. Oh je, dann würde ich sagen, komm, 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 ganz, ganz schnell, wir gehen ab nach Hause. Wir müssen uns ausrüsten mit Waffen, damit wir Chucky so schnell wie möglich irgendwie gefangen genommen und ihn aufhalten. Oh Mann, Mann, komm, komm, komm. Ganz, ganz schnell wieder umgezogen. Vitamine, willst du jetzt so auf die Jagd gehen mit deiner Badehose? Ach, ja, ist egal. Es ist doch viel wichtiger, dass wir Chucky bekommen. Oh ja, okay, Freunde, dann würde ich sagen, ich habe auch schon eine Idee, wo wir Chucky suchen können. Nämlich bei sich zu Hause im Wald. Komm, 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 ganz schnell. Sandy, vergiss es, da möchte ich eigentlich ehrlich gesagt nicht nochmal hin. Ist mir jetzt egal, los, du geschälte Orange, wir gehen jetzt dahin. Da hast du mir doch endlich angekommen im Wald. Das sieht doch sehr, sehr gut aus, ein schönes Haus. Okay, keiner verfolgt mich. So ist es auch gut. Dem bin ich schon mal entkommen und ich werde jeden Tag eine neue Person erledigen. Heute war es das, der Bäcker. Mal schauen, wer es morgen sein wird. So, wir legen das Messer weg und ruhen uns erstmal ein bisschen hier im Wald aus.
So, Freunde, aber jetzt ganz, ganz vorsichtig und leise. Wir schleichen uns wie ein kleines Reh an. Was macht ihr da? Santino, was machst du denn hier? Ich wollte euch mithelfen. Kann ich mitkommen zu Chucky? Oh Mann, Santi, hättest du den nicht zu Hause lassen können? Ich hab den auch zu Hause gelassen. Kleider, was machst du hier? Ich wollte euch nur helfen, Chucky zu suchen. Ja, dann komm mit, Kleider. Oh mein Gott, Freunde, das kann nicht sein. Was macht Santino jetzt hier? Ganz, ganz schnell, Freunde. So, zack, zack, zack. Perfekt. Und wo ist nochmal das Haus von Chucky? Das muss hier irgendwo sein. Komm, 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 ganz, ganz schnell. Wir haben es gefunden, aber wir müssen uns jetzt vorsichtig reinschleichen gehen, okay? Oh ja, aber ich habe schon ein bisschen Angst, dort reinzugehen. Ja, du weißt doch, wie es da aussah da drinnen. Oh ja, auf jeden Fall. Los, los, los. Psch, leise, Vitamine. Nicht so laut sein, Mann, ey. Warte mal, genau, du Vitamine. Bist doch hier der Laute. Nicht so laut sein, Vitamine. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, da ist mir angekommen im Haus von Chucky, der Horrorpuppe. Und ich hoffe, sie wird da irgendwo drin sein. So, jetzt ganz, ganz vorsichtig. Wir schleichen uns mal ran. Schauen mal rein. Und sie ist da wirklich. Sie ist da wirklich. Schaut euch das mal an. Warte mal. Sie ist gerade am Schlafen. Schnell, das ist unsere Chance, jetzt zu überraschen, mein Schlaf. Oh, ihr Freunde, würde ich sagen, können wir hier irgendwie... Komm, 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 wir können durchs Fenster rein, uns reinschmuggeln. So, Kleiner, die schnapp ich mir mit. Okay, okay, Vitamin, alles gut bei dir da? Ja, irgendwie komme ich nicht durchs Fenster. Warte, ich öffne die Tür einfach hier so von drinnen. So, okay, ich bin drinnen. Okay, okay, aber perfekt. Jetzt, Sandy, wollen wir sie wach machen oder wie wollen wir das machen? Oh ja, schau mal, sie hat gar nicht ihre Waffen ausgerüstet. Sie ist unbewaffnet im Bett. Okay, da würde ich sagen, Freunde, wir wecken sie auf. Komm, Kleiner, wir wecken sie zusammen auf. Was macht ihr denn hier? Wir haben dich auf frischer Tat enttappt, Chucky. Los, keinen Schritt näher. Oh Mist, ich hab meine Waffe gar nicht mit. Was wollt ihr von mir? Raus aus meinem Haus. Du hast den Bäcker erledigt, Chucky. Wir haben es genau gesehen. Und du kommst jetzt mit uns mit. Lass mich runter. Ja, Chucky, du bist jetzt unser Gefangener. Ha, du bist jetzt unser Diener, Chucky. Genau, du wurdest nämlich festgenommen. Oh ja, sehr, sehr gut, Freunde. Wir haben es wirklich geschafft. Wir haben jetzt Chucky wirklich hier einfach beim Schlaf erwischt. Lass mich runter. Lass mich runter. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt, Kinder. Ich will euch alle erledigen. Ja, Chucky, laber nur weiter. Aber Freunde, schreibt davor auch mal jetzt gerne in die Kommentare. Was sollen wir mit Chucky jetzt einen Tag lang machen als Bestrafung? Soll sie vielleicht unser Diener für einen ganzen Tag lang sein? Da schreibt jetzt alle Diener unten in die Kommentare. Und wenn du willst, dass Chucky jetzt einen Tag lang unser Diener wird, dann lass dem Video genau jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn du jetzt das Video likest, Freunde, in 3, 2, 1 und jetzt einen Daumen nach oben geben, dann werden wir der König sein. Und Chucky, unser Diener, kommt, 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 Freunde. Und da sind wir angekommen. Ja, kleiner Santino, da sagst du's. Lass mich jetzt hier runter, sonst werdet ihr den Zorn von mir, Chucky, der Horrorpuppe, kennenlernen. Wir halten dich fest, du bist gefangen. Genau, Vitamine, halt Chucky sehr, sehr gut fest. Und ich würde sagen, komm, 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 ich habe auch schon eine Idee. Ihr wollt doch eine kleine Poolparty machen, stimmt es, Vitamine? Ja, und lass uns Chucky mal in den Pool werfen. Oh, ja, genau, genau, wirf Chucky in den Pool. Ihr wagt es nicht. Hey, warte mal, was ist denn hier los? Ihr habt Chucky jetzt genommen. Oh ja, Santino, mach dir keine Sorgen. Vitamin hält ihn gut fest. Und Chucky wird jetzt einen Tag lang unser Diener sein. Lass mich sofort frei, Idiote. Ich werde dich bekommen, dich bekommen, dich bekommen. Ihr wagt es nicht, mich als euren Diener zu nehmen. Los, Chucky, ab ins Wasser mit dir. Genau, ab ins Wasser mit dir, Chucky. Lass mich jetzt sofort runter. Ich bin eine Puppe, ich kann gar nicht schwimmen. Ich muss hier raus, ich muss hier raus. Stopp, 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 Chucky. Nein, Vitamine, sie will rauskommen. So, du bleibst da ganz, ganz schön drinnen. Bleiben. Genau, bleib drinnen, Chucky, du böse Puppe. Oh ja, aber ich würde sagen, Freunde, wir ziehen uns doch mal hier ganz schnell um. Und wir können ab in den Pool springen. Los, komm, Vitamine, ab geht es in den Pool. Oh ja, aber Santino und Santine, habt ihr eigentlich auch so Hunger wie ich? Ja, ich will auf jeden Fall so ein leckeres Fleisch essen. Boah, lecker Steaks essen. Oh ja, da habe ich auch richtig Lust und... Hey, ich möchte auch was. Ich möchte gerne auch mal so einen frischen Salat essen. Oh ja, das ist so eine gute Idee. Und warte mal, eigentlich musst du das ja immer machen für uns, Vitamine. Aber ich glaube, weißt du, wer es heute machen wird? Chucky! Oh ja, Chucky, du hast es gehört. Auf gar keinen Fall will ich irgendwas für euch machen. Oh doch, Chucky, du wirst das machen. Du hast keine Chance, du hast gar nicht dein Messer dabei, mit dem du dich immer wehren kannst. Also los, mach, was mir gesagt habe. Hey, ist ja in Ordnung. Ich mach euch jetzt was zu messen. Das kann nicht sein, ey.
Sie werden schon sehen, wenn ich hier einmal freikomme und doch irgendeine Waffe habe, werde ich sie alle, jeden einzelnen bis aufs letzte Stück erledigen. Und jetzt muss ich ja der Diener sein für die... Ich glaube es nicht, dass ich sowas für so Leute machen muss. Ganz, ganz schnell, so, wir beenden den Tag, werfen das ja alles rein und jetzt so, da kommt das Fleisch rein. Ich fasse es nicht, dass ich jetzt hier den Diener spielen muss. Los, Chucky, geht das auch ein bisschen schneller, ja, oder wie? Hunger. Genau, los, Chucky, beeil dich doch jetzt mal. Ach, ist ja in Ordnung, Mann. Das Fleisch brät auch nicht schneller, verdammt doch mal. Ich hasse diese Leute. Ich hasse alle. Wenn ich hier eines Tages irgendwann noch abbauen kann, werde ich sie alle erledigen. Die werden schon sehen. Legt euch die mal mit Chucky an, so. Wir drehen das Fleisch hier ganz, ganz schnell. Ich hab Hunger. Ach ja, ist in Ordnung so, das Fleisch haben wir hier schon mal. Ich glaube mal, komm, wir packen auch hier ein bisschen drauf. In der Zeit, warte mal, ihr gebt mir das Fleisch ab. Ihr habt euer Fleisch. Juhu, wollt aber auch endlich mal Zeit. Oh ja, du hast recht. Ja, hier, zwei Stück, hier, eins für euch, eins für euch. Hey, und was ist mit dem Rest? Ja, entspannt euch doch mal, das kommt ja schon. Und vergiss nicht, meinen Salat zu machen, Chucky. Und meinen Käse. Was für ein Käse? Vitamin, was für ein Käse? Du hast doch gar nichts von Käse gesagt. Ja doch, ich habe Käse bestellt, oder nicht? Okay, dann noch ein Käse für Vitamine. Die machen sich über Chucky lustig. Ich glaube es nicht, okay. Wir gehen rein und in der Zeit, wo das Fleisch brät, müssen wir hier noch hier den Obstsalat machen. So, wir schneiden hier Karotten schneiden. Ich hasse meinen Job. Ich will kein Diener mehr sein für die Idioten. So, wir schneiden ganz, ganz perfekt so Karotten, Micheln, hier Salat. Das hat lange gedauert. So, jetzt haben wir hier für jeden so einen Obstteller. So, Mann. Okay, ihr habt ja auch euren Obstteller. Oh ja, da bist du ja, Chucky. Dankeschön, Chucky. Dankeschön, das sieht ja super lecker aus. Ja, ist in Ordnung. So, das Fleisch bekommt ihr jetzt auch noch. Mist. So, ich hasse es. Ihr wagt es nicht. Wieso tut ihr mir sowas an? Das war die falsche Entscheidung von euch. Hier habt ihr auch noch Fleisch. Hey, sei doch ehrlich, im Endeffekt liebst du es. Mann, hier ist doch jetzt endlich mal. Ich hab alles fertig gemacht. Oh ja, danke schön, Chucky. Oh, lecker Salat. Oh ja. Lecker schmecken. Das hat sich wirklich super gelohnt. Aber ich denke mal, Chucky, das sollte es erstmal für heute gewesen sein. Du wirst erstmal noch hier ein bisschen unser Gefangener bleiben. Aber, oh, ey, das ist echt total lecker. Was du uns hier gemacht hast, das hättest du nicht machen müssen. Macht euch über mich lustig. Oh ja. Hey, aber das du warst echt. Wir auch. Du siehst doch aus wie so eine Quatschbanause. Oh ja. Aber du warst echt ein guter Diener heute für einen Tag, oder, Sentino? Ja, aber. Wo ist denn Vitamines Käse? Genau, wo ist mein Käse? Los, hey. Chucky! Ach, ihr werdet schon alle sehen, was ihr davon habt. Oh Mann. Chucky. Aber dann würde ich sagen, Freunde, das ist im heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Schaut unbedingt bei meinem besten Freund Vitamine vorbei. Das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Freunde.